Dies ist die Geschichte von einem Mann, der Horror nicht wirklich leiden kann. Und nichtsdestotrotz stellte er sich die Frage, was wird passieren, wenn ich spiele 7 Tage? Um des Rätsels Antwort zu bekommen, machte er sich auf den Weg, von der Angst ganz benommen. Ich muss mich ihr stellen, ich habe keine Wahl. Doch was er nicht wusste, auf ihn wartet nur Qual. Ich mag kein Horror. Ich mag es nicht, erschreckt zu werden, mich absichtlich in unangenehme Situationen zu bringen und schlecht schlafen zu können. Weder schaue ich Horrorfilme, noch spiele ich Horrorspiele. Als zweitjüngstes Kind wurde ich schon im Kindesalter von meinen älteren Geschwistern dazu genötigt, Horrorfilme zu schauen. Mit 7 habe ich Michael Myers Halloween gesehen und mit 10 musste ich The Ring schauen. Dadurch hatte ich nicht nur sehr lange Albträume, sondern auch Angst vor kleinen Mädchen im Nachthemd. Zu meinem 11. Geburtstag habe ich dann Resident Evil 4 für die PlayStation 2 geschenkt bekommen und ich weiß nicht, wie es euch damals ging, aber alleine das USK 18 Logo hatte mir Ängste ausgelöst, ohne dass ich das Spiel überhaupt starten musste. Im jugendlichen Alter fiel mir das Ganze dann leichter. Ich habe gerne Horrorspiele gespielt, Horrorfilme auch alleine geschaut und gezielt nach immer gruseligerem gesucht und die Kunst hinter gut gemachtem Horror für mich entdeckt. Heute sieht das Ganze allerdings anders aus. Ich fühle mich nicht wohl in gruseligen Situationen, schaue gerne weg, wenn die Musik einen Jumpscare ankündigt und vermeide jegliches Medium so gut ich kann. Immer schon ein großer Fan. Also jetzt rein beruflich natürlich auch als Regisseur und Drehbuchautor Horrorfilme zu schreiben, Mystery, Thriller, Krimi, Hörspiele auch. Also in dem ganzen Bereich bin ich viel unterwegs, deswegen habe ich da einen sehr klaren Bezug und immer schon eine großartige Begeisterung gehabt für Horrorspiele und Filme. Ich bin sehr ungezogen oder frei erzogen. Ich konnte schon sehr früh diverse Horrorschinken schauen, die man vielleicht nicht in dem Alter hätte schauen müssen, dürfen, sollen. Und dahingehend bin ich bei der ganzen Thematik vielleicht auch ein bisschen abgehärteter, zumindest also was popkultureller Horror angeht. Obwohl ich den Horror immer mal wieder auch in jüngeren Jahren dann mal konsumiert habe, ich nie so diesen Riesenhype dafür aufgebaut haben, das kam alles ein bisschen später. Beim Horrorfilm oder auch bei der Horrorgeschichte kann man so viel falsch machen und deswegen war ich nie so komplett im Horrorgenre drin, obwohl ich es gerne wäre, weil meines Erachtens das Horrorgenre auch mit am allermeisten Potenzial bietet, vor allem wenn man sich was ansehen möchte, wo man ein bisschen Adrenalin und Spannung haben möchte. Und da sage ich bitte gerne mehr von solchen Dingen wie Alien oder The Thing. Mehr davon und Leute, ich bin auch dabei. Zu Alan Wake hatte ich vorher keinen Bezug. Ich wusste vom Remaster, welches vor nicht allzu langer Zeit veröffentlicht wurde, als auch von dem angekündigten zweiten Teil. Gespielt habe ich aber nichts derartiges. Durch meine Ungewissheit, was mich in American Nightmare erwartet, war ich zu Beginn noch recht nervös. Allerdings legte sich das Gefühl schnell, als mir klar wurde, dass ich storytechnisch nichts verstehe und dadurch kaum Emotionen für das Gezeigte aufbauen konnte. Der Schauplatz des Spiels ist die von Alan Wake selbst entworfene Fernsehserie Night Springs. Ein düsterer, einsamer Ort, bewohnt von wütenden Kreaturen. Und obwohl ich nicht viel vom Kontext wahrnehmen konnte, hat mich die Atmosphäre des Spiels doch mitgenommen. Durch die geringe Anzahl an Munition war es nur schwer möglich, sich zu wehren und auch die Menge an Kreaturen hat zu Einschüchterung eingeladen. Ich habe mich nie wirklich sicher gefühlt, sodass ich mit der Zeit immer vorsichtiger und aufmerksamer wurde. Gegruselt habe ich mich aber zu keinem Zeitpunkt so richtig. Für die nächsten Tage brauchte ich definitiv was Intensiveres und anders als bei American Nightmare noch, wollte ich mir für den nachfolgenden Titel zumindest einen groben Einblick einholen, um die bevorstehenden Spiele einschätzen zu können. Auf die Frage eines Users, ob Soma schwer ist, wurde nur mit "There are no enemies you can fight, just run away" geantwortet.
An dem Punkt hätte ich das Spiel am liebsten sofort wieder deinstalliert. Soma hatte für mich ab Sekunde 1 eine einschüchternde und gefährliche Atmosphäre. Zu Beginn des Spiels befindet man sich noch alleine im Zimmer der Hauptfigur und es passiert so gut wie nichts. Da ich überhaupt nicht einschätzen konnte, inwiefern das Spiel mit dem Genre spielt, wurde jede Bewegung und jedes Öffnen von Tür und Fenster mit Vorsicht genossen. Der Schauplatz des Spiels ist eine dystopische, menschenleere Welt, in der die Hauptfigur Simon Jarrett nach einem Experiment an seinem Gehirn aufwacht. Das Setting war damit schon mal super gut gewählt. Ohne dass viel passieren musste, gibt dir das Spiel sofort das Gefühl, angreifbar und machtlos zu sein. Da es zu Beginn etwas dauert, bis die ersten tatsächlichen Gefahren auftauchen, war ich lange viel zu umsonst, viel zu vorsichtig. Die düstere und gefährliche Stimmung, gepaart mit der echt guten und spannenden Geschichte, Simon aus dieser seltsam schrillen und grausamen Welt zu befreien, hat dafür gesorgt, dass ich schon am zweiten Tag abbrechen wollte. Und das, obwohl nicht viel passiert ist. Ich stand durchgehend unter Anspannung, hatte Angst, erschreckt zu werden und habe mich dauerhaft angreifbar gefühlt. Da Soma genau das in mir getriggert hat, was ich triggern lassen wollte, habe ich mir das Spiel auch nochmal am dritten Tag zur Brust genommen. Die Geschichte ging voran und erweckte in mir unerwartetes Interesse, sodass mir das Weiterspielen noch immer leichter gefallen ist. Wo ich mich anfangs noch sehr von den Horrorelementen habe mitnehmen lassen, bin ich mit der Zeit abgestumpft und aus einem Horror-Survival-Spiel wurde ein spannendes Stealth-Game. Auch wenn ich mich immer weniger laut erschreckt habe, war die generelle Anspannung ein dauerhafter Wegbegleiter, sodass jede Umdrehung mit Furcht verbunden war. Meine erste Erkenntnis während der Challenge war mein Leiden unter Verfolgungswahn während des Spielens. Verfolgungswahn beschreibt den Zustand der paranoiden, unbegründeten Einbildung, verfolgt zu werden, auch wenn es dafür keine rationalen Gründe gibt. In meinem Fall war die Einbildung natürlich begründet, da es jederzeit zu einem Jumpscare hätte kommen können. Dennoch hat sich meine Anspannung auch in ruhigen und unscheinbaren Situationen gehalten, was auf Dauer wirklich anstrengend war. Das ist gar nicht so leicht zu beantworten. Was ich da sagen würde, es sind, glaube ich, Orte, die dunkel und verlassen sind. Die gute alte Raumstation ist natürlich auch immer ein sehr gutes Horror-Setting, weil man, wenn man auch viel mit Licht arbeitet oder eben mit Dunkelheit und man auch nicht weiß, was um einen herum ist und zusätzlich noch diese Beengtheit dazu kommt. Im Wald ist es natürlich ja eher die Weite, und in der Raumstation wäre es die Beengtheit. Aber hier, diese beiden auch konträr wirkenden Dinge können sehr ähnlich sein. Und da würde ich sagen, die Dunkelheit gepaart mit der Einsamkeit. Ich glaube, wenn es über das normale Spiel hinausgeht, also wenn es ein bisschen metaphysischer in der Behandlung der Themen wird, wie zum Beispiel auch bei dem Spiel Soma, was du ja in dieser Woche gespielt hast. Ich finde, das ist ein perfektes Beispiel. Das Ende dieses Spiels, ohne zu spoilern, ist ein perfektes Beispiel dafür, was ein Spiel schaffen kann, um auch weit über das Erlebnis hinaus ein Teil von deinem Gedanken zu sein und dich zu verfolgen. Das hat Soma auf jeden Fall stark geschafft. So, Little Hope, ich bin sehr gespannt, was auf mich zukommt. Ich hatte schon sehr viel Spaß mit Until Dawn damals und habe von den Dark Picture Spielen bisher nicht nur Gutes gehört. Demnach hoffe ich mal, dass ich hier meinen Schrecken finde. Als alteingesessener The Blair Witch Project Fan stehe ich total auf Horror in Kombination mit Hexen, Hexenverfolgung und deren heimtückische Rückkehr. In Little Hope geht es um eine Gruppe Studierender und deren Dozenten, die nach einem Busunfall in der verlassenen Stadt Little Hope stranden. Natürlich ist es das Ziel der Gruppe, den sehr düsteren und traurigen Ort zu verlassen, bis das aber passieren kann, geraten die Protagonisten immer mehr in das paranormale und okkulte Geheimnis von Little Hope. Durch meine Vorliebe zum Thema und der guten Inszenierung der Geschichte hat mich das Spiel total in seinen Bann gezogen, sodass ich es an einem Stück durchgespielt habe. Wirklich gruselig war die Geschichte nur selten und meistens haben mich auch nur die Jumpscares so richtig gekriegt. Trotz der recht düsteren und brutalen Darstellung habe ich großen Spaß mit Little Hope gehabt. Das finde ich extrem schwer zu beantworten, weil ich bei beidem sehr visuell mitgehe. Ich glaube, rein intellektuell würde ich sagen, Spiele ziehen einen wahrscheinlich mehr rein, weil man selber ein Teil davon ist und selber interaktiv Entscheidungen treffen kann. Ich glaube aber, dass
für mich persönlich Filme intensiver sind in der Wirkung auf mich. Beim Spiel habe ich immer noch dieses Gefühl, dass ich ein Spiel spiele, auch wenn ich es selber steuere und selber miterlebe, was mir als Figur dann passiert, bin ich bei dem Film, glaube ich, stärker mit drin. Und es hat auch stärkere und langfristigere Auswirkungen auf mich, abgesehen von Soma. Das war wirklich ein krasses Spiel. Das Horrorspiel hat mich erst wieder so richtig ans Genre rangebracht. Die Sache ist, dass ich hier einen ganz anderen Point of View habe, weil ich die Figur spiele, die eben in diesem Horror drin ist, während ich in einem Horrorfilm nur der Beobachter bin. Und das als zweites ist, dass ich das Gefühl habe, dass Horrorspiele häufiger besser gemacht sind. Und das ist wahrscheinlich, da kann man drüber debattieren, aber ich glaube, dass im Horrorspielen öfter Wert darauf gelegt wird, dass man sich besser in die Figur hineinversetzen kann. Also wenn ich mir sowas wie Silent Hill anschaue, wo ich recht realistisch anmutende Charaktere habe, die eben in ein solches Setting geworfen werden und nicht irgendwelche klischeehaften Kreischer, die keine Waffen mitnehmen oder einen Wagen versuchen zu starten, der nicht anspringt. Natürlich haben wir auch bei Spielen viele übertriebene Dinge, aber ich denke, der größte Faktor, warum ich Horrorspiele wirklich besser finde oder warum die mehr in mir auslösen, als das bei Filmen der Fall ist, ist tatsächlich der gerade angesprochene Point of View. Mit dem Remake von Resident Evil 1 wollte ich mich endlich wieder einem Resident Evil Spiel widmen, nachdem ich als Kind kläglich an Resident Evil 4 verzweifelt bin. Wahlweise schlüpft man in die Rolle der Polizisten Leon S. Kennedy oder Jill Valentine, welche sich während eines Polizeieinsatzes in einer menschenleeren und von Untoten besetzten Villa aufhalten und sich dabei aus den Augen verlieren. Ich hatte keine großen Erwartungen, dass mich das Spiel groß schocken und erschrecken wird. Gerade weil die Grundlage von 1996 und auch das Remake nicht so gut gealtert sind. Und im Endeffekt ist auch das eingetroffen, was ich vermutet habe. Wirkliche Angst ist beim Spielen zu keinem Zeitpunkt aufgekommen. Mehr hat mich das Spiel eher gelangweilt. Weder von den Gegnern ging eine Gefahr aus, noch war der Schauplatz angsteinflößend gestaltet, sodass Resident Evil für mich im Endeffekt nur ein trostes Retro-Adventure mit Rätseleinlagen war. Ja, Resident Evil 1 haben wir damals sehr viel gespielt. Was ich an dem Spiel halt sagen muss, es war schon damals, als es neu war, durchaus auch belustigend. Also die Dialoge, die man sagt, die sind ja schlecht gealtert oder auch generell, dass das Spiel so schlecht gealtert ist. Aber viel von dem hat uns damals schon mehr zum Schmunzeln gebracht, als es sollte. Die Jill und Barry Gespräche oder auch eben die Opening Sequence mit Albert Wesker, der sich einmal durch die Haare geht, war damals schon so amüsant, dass es so ein bisschen aus dem Horror rausgezogen hat. Nichtsdestotrotz fanden wir alle Resident Evil total super, weil die Stimmung, die während des Spiels erzeugt wird, mit den verschiedenen Musiken und auch hier wird viel mit Licht gespielt, also das hat durchaus schon Spaß gemacht. Also Resident Evil 1 ist natürlich ja auch in seinem Genre einer der Vorreiter. Natürlich war Alone in the Dark da vielleicht noch ein bisschen früher dran, aber Resident Evil hat ja dieses Survival-Horror-Gaming erst wirklich auf die Spur gebracht. Und allein dafür Credit to Resident Evil 1. Ne? Einer meiner Lieblingsfilme ist Disturbia aus dem Jahr 2007. Disturbia ist eine Neuinterpretation von Alfred Hitchcocks Film Das Fenster zum Hof, welcher wiederum auf der Kurzgeschichte It Had to Be a Murder von Cornel Woolrich basiert. Die Geschichten handeln von Personen, welche aus verschiedensten Gründen das Haus nicht verlassen dürfen. Bei dem einen ist es eine elektrische Fußfessel und dem dazugehörigen gesetzlichen Hausarrest und bei dem anderen ist es ein gebrochenes Bein. Aus Langeweile zu Hause beobachten die Protagonisten die Nachbarschaft und bemerken dabei, wie im Haus gegenüber scheinbar wirklich schlimme Dinge passieren. Hello Neighbor hat sich zur Aufgabe gemacht, der Geschichte von 92 eine Spielumsetzung zu verpassen. Dabei schlüpft man in die Rolle eines Kindes, das im Nachbarhaus gegenüber einen Angriff zu beobachten scheint. Ähnlich wie in der Originalgeschichte auch, ist es jetzt die Aufgabe, dem Geschehnis nachzugehen und die Tat aufzudecken. Dabei schleicht man in das Haus des Nachbarn und versucht unentdeckt dem Täter auf die Schliche zu kommen. Die Grundprämisse des Spiels hat mir sehr gut gefallen, allerdings hat es an der Umsetzung gemangelt, sodass auch hier nicht wirklich viel Atmosphäre aufgekommen ist.
Sowohl der bunte Grafikstil als auch das Setting waren nicht so gestaltet, wie es die eigentliche Geschichte vorgesehen hat. Und dennoch hat es das Spiel geschafft, auch hier wieder den Verfolgungswahn zu triggern, sodass ich sofort unter Adrenalin stand, sobald der Nachbar hinter mir war. Guter Horror ist für mich, wenn er subtil, aber sehr langsam in mich eindringt. Also wenn es wirklich auch lang und nachhaltig mich begleiten kann. Das ganze Grauen, der ganze Grusel. Dann finde ich, hat das wirklich was erreicht in mir. Was ich super uninteressant finde, sind daher Jumpscares und plötzliches Erschrecken. Das finde ich einfach wirklich langweilig. Und auch inzwischen schlechtes Handwerk, wenn ich das sehe. Also ich glaube, einen guten Jumpscare kann ich nicht erinnern, wann ich da mal einen gehabt habe. Es gibt sie noch, auch in Videospielen, auch in Filmen. Aber die allermeisten Jumpscares, über die ich stolper, interessieren mich nicht und lösen auch an mir nichts aus. Ist ein bisschen inflationär benutzt worden. Für mich macht guten Horror auch aus, dass nicht am Ende rauskommt, dass man sich alles nur eingebildet hat oder alles nur ein Traum war. Das war vielleicht, als es das allererste Mal gemacht wurde, mal ein guter Kniff. Inzwischen muss ich sagen, ich hasse es, wenn ich eine Horrorgeschichte sehe oder irgendwas mit Monstern, mit Geistern, mit Kreaturen, was auch immer, dann möchte ich, dass die in dieser Welt existieren. Und nicht, dass alles nur eine verrückte Einbildung einer Schizophrenie oder Persönlichkeitsspaltung oder sonst was war. Ich möchte, dass alles, was in der Geschichte gezeigt wird, real ist. Das ist für mich übrigens auch noch ein wichtiger Faktor für eine gute Horrorgeschichte. Also bitte hört auf mit diesen Enden, die sich sehr clever anfühlen, weil es hat sich nur alles eingebildet. Nein, danke, nicht mehr. Weg damit. In Inside schlüpft man in die Rolle eines kleinen, einsamen Jungen, der bei einer Flucht vor unbekannten Wachen in eine Stadt gerät, in der grausame Experimente an Menschen vollzogen werden. Lange ist unklar, was die Leute von dir möchten, was in der Welt von Inside vorgeht und warum alles so traurig und still ist. Trotz des minimalistischen Artstyles und der nicht vorhandenen Dialoge hat es Inside geschafft, fantastische Bilder zu schaffen und eine wahnsinnig gute Geschichte zu erzählen, bei der ich nicht nur einmal die Switch zur Seite legen musste, um kurz mal durchzuatmen. Als großer Fan von Limbo, dem indirekten Vorgänger, hatte ich zwar hohe Erwartungen an Inside, dass mich das Spiel aber so mitnimmt, hätte ich nicht erwartet. Der subtile Horror und die starken Bilder hatten eine solche Bildgewalt, dass ich für mich eine neue Definition von Horror kennenlernen durfte. Horror der Angst, Verzweiflung und Einsamkeit, respektvoll und cineastisch zelebriert. Inside habe ich auf der Switch gespielt, also auf einem kleineren Monitor, nicht über den Fernseher, eher unterwegs. Und es hat mir vor allem von der Atmosphäre und der generellen Grafik, dem generellen künstlerischen Stil sehr gut gefallen. Und ich fand total interessant, wie sie es geschafft haben, eine Geschichte zu erzählen, ohne dass man wirklich Dialoge hatte, ohne dass man irgendwelche krassen Hinweise hatte. Man ist ja wirklich durch dieses Spiel einfach geflohen. Und hatte viele Möglichkeiten, sich selbst ein paar Gedanken zu machen über das, was da abgeht. Fand ich ein schönes Spiel. Mir hat es echt viel Spaß gemacht, die verschiedenen Spiele zu spielen und mal wieder ins Horror-Genre abzutauchen. Horror ist für mich ein Genre, welches neben dem Spaß auch noch viele weitere Emotionen auslöst. Sei es Angst, Adrenalin oder Paranoidität. Am Ende war aber das Schlimmste für mich die Angst vor der Angst und meine Sensibilität gegenüber Jumpscares, die mir das Genre so madig gemacht haben. Auch wenn ich die meiste Zeit unter starker Anspannung stand und ich das Spiel nicht immer zu 100% genießen konnte, war es eine tolle Erfahrung und ich denke, dass ich in Zukunft offener gegenüber dem Horrorgenre werde. Ja, was kann ich denn für Spiele empfehlen? Dead Space 1 und 2 sind für mich mit die besten Horrortitel. Sind jetzt natürlich keine Geheimtipps, aber da kann ich nur sagen, bitte, wenn ihr es noch nicht gespielt habt oder wenn ihr euch auch noch nicht so mit dem Horrorgenre befasst habt, das sind gute Dinge, um reinzukommen, aber seid auf der Hut, wenn ihr es im Dunkeln über Kopfhörer spielt, könnte es auf jeden Fall übel enden. Wenn ihr also etwas zu nah am Wasser gebaut seid, dann solltet ihr definitiv ein paar Freunde an eurer Seite haben. Meine Spielempfehlung wäre tatsächlich Soma gewesen. Das hast du ja bereits gespielt. Ich finde, das ist wirklich eine sehr, sehr großartige Mischung aus diesem
Horror, der in der Realität stattfinden kann, also der bis in die Realität reincreept, wo man nichts gegen tun kann, der ist dann einfach da. Und weil es auch noch sich mit existenzialistischen Fragen beschäftigt und so tief geht und weit über das eigene Erleben hinaus und philosophische Fragen auch noch mit reinzieht, finde ich, hat das wirklich auf einer ganz tiefen Ebene sehr krass für mich funktioniert. Und es ist ein wunderschönes Spiel. Ansonsten Silent Hill 1 bis 3 wären meine anderen Spieleempfehlungen. Das sind meine absoluten Lieblingshorrorspiele. Was sind eure liebsten Horrorspiele? Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Ich freue mich über jeden neuen Geheimtipp. Vielen Dank an Joseph the Changeman und Jörn von SmackBoom für eure tollen Beiträge und auch danke an Tamara fürs Einsprechen dieses wundervollen Intros. Die Links zu allen Kanälen meiner Gäste findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Ich hoffe, euch hat dieses Halloween-Special gefallen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen, hier bei Gaming von gestern.